Alola, liebe Pokémon-Freunde und willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Mond und der Prüfung von Lola. Beziehungsweise der Geister-Pokémon-Prüfung, wo ich schon mal ziemlich gespannt bin. Wir müssen jetzt einen auf Ghostbuster machen und hier ein paar Geister fangen und fotografieren. Vor allem das erste Pokémon, das bei dem ganzen Blitzlichtgewitter neidisch wird und uns dann angreifen wird. Und da bin ich schon so gespannt drauf. Also gehen wir rein. Hier geht's rein. So. Es wird spooky. Die Prüfung beginnt. Ist das gruselig? Ist das eine geile Musik? Also das leicht stocken, das ist echt ziemlich creepy. Wir machen ein bisschen leiser. So. Wo seid ihr versteckt? Das Felderband bewegt sich wie von Geisterhand. Es könnte eine Line von Team Skull sein. Das Felderband bewegt sich wie von Geisterhand. Na, was haben wir da? Jo, aktivieren wir mal Lolas Pokesucher. Machen wir mal eine kleine Instagram-Story. So. Oh, da! Hab dich! Ein Nebulak. Hallo! Na, wie geht's dir? Oh, was ist jetzt stark gegen Geist? Ich habe keine Ahnung. Also, das ist effektiv schon mal super. Unser neues Electek, das vor kurzem entwickelt wurde. Oh, ganz praktisch. Kann ich ihn noch ein bisschen hochleveln dabei? Das ist ja super. Bams. Reicht das? Ja, das reicht. Und tschüss. Fangen kann ich leider keine, also muss ich sie besiegen. Pikachu! What are you doing here? Please stop! Au. Erstmal Zian drin. Dein Kaufswagen bewegt sich wie vom Geisterhand. Das ist ja allerhand. So, gucken wir mal, was da los ist. Na, wer ist da drin? Apollo, hab dich. Nicht schlecht. Das kriegt besser. Ja, doch. So, jetzt aber. Drei Stalker-Fotos und er hat mich bemerkt. Ein richtiger Blitzmerker. Blub. Ein Apollo erscheint. Da müsste das nächste Gengar sein. So. Elektroball. Weiß nicht, ob sein Innenwert so stark ist. Das viel Schaden anrichtet. Keine Ahnung. So. Rein in dein Gesicht. Macht nicht so viel Schaden. Aber ich muss echt besser aufpassen. Die Attacke haben nicht unendlich viel AP. Genauso wie ich wenig KP habe. Aber es macht ja Schaden, okay. Also war der Innet-Differenzwert nicht so hoch. Aber das macht ja nichts. Was magst du denn, Pikachu? Chill doch dein Leben. Gott, die Musik ist so creepy. Mit diesen leicht stockenden. Klingt das echt kaputt. Oh. Die Eisabteilung. Creepy. Ah, da ist er. Ah, da gibt's Plüschis. Ach, wie cool. Die Plüschpuppen bewegen sich wie von Geisterhand. Ich bin Meryl. Oder ist das Azuril? Egal. Gucken wir mal. Na.
Mülltank, nein. Gengar. Da ist er, der Fettsack. Das werden wir vielleicht auch relativ bald haben, muss er? Wo ist er? Da ist er. Scheiße. Wo bist du? Hab dich! Ein wildes Gengar, das ich nicht fangen kann. Ah, das sieht so cool aus. Diese Grinsebacke. Mega. So. Donnerschlag. Irgendwas macht am meisten Schaden, wenn ich es überlebe. Perfekt. Und durch die Statik bist du paralyzed. You are paralyzed. Bin ich schnell genug? Komm schon. Ja. Und tschüss. Fast schon 31. Super. Pikachu, was machst du denn? Nicht weiter verdächtig. Schade. Okay, da ist er reingelaufen. Ist da noch irgendwas versteckt? Nee. Obwohl du nichts getan hast, ist die Tür nun nicht mehr abgesperrt. Oh Gott. Erstmal aufladen. Ich denke mal, ich lasse ihn mal draußen. Wo ist er da? Top-Trank. Füllt vollständig auf. Ja, ist wieder Verschwendung, aber juckt mich jetzt nicht. Was macht das hier nochmal? Schattenprobleme heilen. Erhöht dabei Verteidigungswert. Brauche ich da irgendwas? Erhöht die maximale Anzahl DAP einer Attacke eines Pokémon. Das kann hier schaden. Geben wir den mal bei Elektroball. Hast du da 11? So. Sehr schön. Und rein hier. Eine unheimliche Aura ist von irgendwoher zu spüren. Der Pokémon-Sucher hat sich von allein aktiviert. Wo bist du? Ich weiß, du bist hier irgendwo. Aber wo? Kann ich gehen? Nein, auch nicht. Ich kann mich gerade super gut umdrehen, da mein 3DS mit 1000 Kabeln voll ist. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwie. Gott, ich muss mich da verrenken. Wo bist du denn? Das bist du nicht. Aber ziemlich viel Pikachu-Zeug ist hier. Ganz viele Poster. Ah! The fuck? Mimi! Das sah jetzt echt ziemlich gruselig aus. Ach du Scheiße. Mimikma, das Cosplay-Pokémon. Das wäre so eine coole Halloween-Verkleidung. Oder wird das doof aussehen? Keine Ahnung. Oh Gott, ist das cool. Boah, das ist verdammt groß. Letztlich ist ein Meter groß, dann ist ja auch ein... Oder hat unten einen halben Meter und die Verkleidung noch einen halben Meter dazu. Ist schon ein bisschen gruselig. Oder erstmal Gigawald Funkensalbe. Mimikry. Das kannst du nicht nachmachen. So, erstmal Gigawald Funkensalbe mit Elektek. Das kann er auch noch. Denn was der Kleine kann, kann der Große auch. Also, gib ihm.
Es sieht man wenigstens. Elekid war ja ein bisschen winzig, da konnte man... Was machst du da? Einfach mal alles aufsaugen. Sehr geil. Apollo! Quernsteiger-Pokémon, cool. Okay, lässt gerade den Kopf hängen, das heißt die Deckung ist aufgeflogen. Ich probier's nochmal. Nachtnebel. Er bringt ja sehr viel. Gibt auch ein bisschen was. Ah, ich mach doch Schaden, okay. Ach, ich habe 2 AP mehr, ich dachte 1, okay. Jetzt habe ich 12 Elektrobälle. Geil. Hau mir mal Apollo weg. Ah, nicht knuddeln. Ah, das mag er gar nicht. Wieso knuddelst du mich? Don't hug me. Ah, ich sag's, diese ewigen Cosplayer. Echt nervig. Immer wollen sie knuddeln. So, Flying Reaper. Ich gebe ihm mal eine ordentliche Standpauke. Und das stimmt sogar, denn er hat die Attacke Standpauke. Auf beide sogar. Super. Komm schon, Kleiner. Nicht knuddeln! Knuddeln tötet, das weißt du doch. Oh. Waschmaschine. Gut, eins ist schon mal wirkungslos, das ist sehr geil. Silwasser. Nicht knuddeln. Weil ich denke, ich hätte das ein bisschen besser aus. Er wehrt sogar ab. Schleckerli juckt mich fast gar nicht. Einmal heiß waschen. Gott. Kann ich hypnotisieren? Geht das? Muss eigentlich schon gehen. Nein. Gott, die vielen Attacken sind so ultra stark. Und ich weiß, es gibt irgendeinen Trainer, Prüfer, der auch nur Feen-Pokémon hat oder sich auf Feen-Pokémon spezialisiert hat. Also muss Shadow raus. Ich glaube, Psychokinese ist das sehr effektiv gegen Geister. Auch wenn es paradox ist, da ich ja ein Geist bin. Dunkelklaue. Was geht denn hier ab? Das ist mein schlimmster Albtraum. Vor allem, ich glaube, fast nur Pokémon, die effektiv sind. Und ich kreis da nix. Erstmal über alle drüber rollen. Tiefschlaf. Juckt mich jetzt nicht so krass. Ich bin derselbe Pferdeleder. Und wenn ich jetzt das überlebe. Gott sei Dank. Knuddeln tötet, ja. Schwebe wirkt. Juckt mich nicht. Ich will ja nur ihn treffen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Und ich habe gesehen, bei Doppelkämpfen würde ich sogar meinen eigenen Teampartner töten. Oder. Dann machen wir es mal am besten mit Pferdestärke. Das ist ein bisschen gezielter. Nochmal. Das juckt mich doch nicht. Was willst du mit deinem Unlicht? Nochmal. Ich müsste ja das wieder überleben. Juckt knapp, aber das überlebe ich. Und das müsste jetzt genug reichen. Für deinen Tod. Mimikma, you're going down. Animate 34. Yay! Immer ganz gute Werte mittlerweile. So, dann noch dieses kleine Herrscherlein. Und dann haben wir es.
kein Ding. Ich habe ein altes Pferdchen. Mein apokalyptischer Reiter gegen die Geister der Unterwelt. Hat keine Chance. Es schwebt. Okay, da habe ich nur noch Rambos. Das ist zumindest effektiv. Wird ein bisschen länger dauern. Ach, das wird jetzt spannend. Oder auch nicht. One-Hit-KO. Du wirst nochmal gestriegelt. Super gemacht. Ja, ich bin der Beste. Olmi Mikma ist down. Der Knuddler ist ja des Todes. Gottes Willen. So, kann ich jetzt ein bisschen striegeln? Also ist ja kein Sand. Wir sind ja nicht bei Abenteuer auf dem Reiterhof, wo kein Pferd striegeln kann. Aber kämpfen geht. Noch ein bisschen. Und noch ein bisschen. Und dann schon bist du wieder blitzeblank. Und dafür bekommst du ein gelbes. Du kriegst ein gelbes. Einfach, weil es gelb ist. Ja, guter Grund. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Ganz gut eigentlich. Jo, passt. Alles hat, alle zufrieden. Das ist doch schön. Moment, raus hier. Back to the ball. Und schon haben wir die Prüfung bestanden. Minigma ist irgendwohin entschwunden. Aber eins sage ich dir. Ich werde dich finden und fangen. Im Pokémon-Suche findet sich ein weiteres Foto. Es ist ein verschwommenes Foto von Minigma. Ich will es sehen. Es ist bestimmt ganz creepy. Hab's geschafft. Super! Willkommen zurück, Taku. Da will ich mir gerne mal die Fotos ansehen. Zeig mal her. Gott, dieses Face. Super! Das ist Mimikma. Ein Schnappschuss von Mimikma gelingt nur der wenigsten. Bravo! Also dann. Cooles Symbol. Und wir haben die Prüfung bestanden. Und gegen Lula können wir ein anderes Mal kämpfen. Da habe ich jetzt auch mega Bock drauf. Du hast den Z-Kristall des Typ Geist, auch Phantomium Z genannt, an dich genommen. Ah, da wird sich Apollo freuen. Willst du die Z-Kraft vom Typ Geist anwenden? Dann machst du das mit dieser coolen Pose. Was ist daran jetzt cool? Seit du meine Prüfung bestanden hast, darfst du ja auch alle Pokémon fangen. Ja! Und die gibt's oben drauf. Finsterball. Effektiv für Geist-Pokémon. Geister-Pokémon sollte man immer dabei haben, wenn du mich fragst. Das stimmt. Boah, sieht das creepy aus. Was? Der Pokémon-Sucher hat sich von Lenny aktiviert, als du das Hinterzimmer erreicht hast. Es hört schon auf, Otaku. Du willst mich auf den Arm nehmen. Oder? In diesem Verlassen gibt es doch gar kein Hinterzimmer. Wenn du mir Angst einjagen willst, musst du dir schon eine bessere Geschichte ausdenken. Wenn du wüsstest. Bzzz. Was war das denn? Mir ist gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Was mir plötzlich kälter geworden ist? Ach was, das will ich mir bestimmt bloß ein. Gott, dieser Blase im Mund, mach ihn doch zu. Was macht sie da? Und da ist ein Zigarre-Teil. Irgendwo hier, habe ich gesehen. Wo bist du? Ich habe dich gesehen, du hast gefunkelt. Meine stand hier. Was hier irgendwo? Keine Ahnung. Jetzt kann ich reingehen in eine Apollo-Form. Das machen wir noch flott. Ganz flott. So.
Gucken, ob wir Gengar jetzt finden. Schon der Gengar. Nee, Apollo, perfekt. Dich nehme ich mal mit. Los, Jack, du schaffst es, du bist es so effektiv gegen Geister. Und du bist noch so gut am Leben. Uiuiui. Er ist auch sehr effektiv, obwohl er keine Wirkung hat. Das will ich jetzt gucken. Das hat mir jetzt fast den Kopf gekostet. Also auf Typ Geist hätte er schon eine Wirkung und wäre sehr effektiv, aber durch die Fähigkeit Schwebe wird es aufgehoben. Ach so. Und ich vergesse immer die 100.000 Fähigkeiten, die sie haben. Okay, dann Rambos, mehr geht ja nicht. Wenn ich schaffe, nicht verwirren lassen. Komm schon, reiß dich zusammen. Das schaffst du. Stay focused. Und ram ihn down. Überleben? Nein, er ist tot. Warum bin ich so stark? Gott, die Musik ist so gruselig. Too spooky for me. Wäre auch ganz praktisch für irgendwelche Horrorvideos als Hintergrundmusik. Geht das nicht so irgendwie? Ach, muss ich ja im Team machen. Klingt wie so eine Akkordeonmusik. Dieses Böp-Böp. Cool. Wer es nicht weiß, ich kann ja auch Akkordeon spielen. Daher kenne ich den Klang dieses Instruments. Was haben wir jetzt? Noch eins, perfekt. Da bin ich wieder. Dann nehme ich dich mit. Komm schon, Schnurribur. Und bitte nicht töten. Du bist ja auch sehr effektiv. Gut, das ist nur effektiv. Und Gegenschuss macht Schaden. Oder doch nicht, egal. Feuerzahn. Perfekt. Nein, hier nicht. Da unten. Finsterball. Wo sind sie? Hier sind sie. Gerne einsetzen in der Nacht oder in dunklen Orten. Da es ziemlich dunkel ist, müsste es perfekt passen. Cooler Pokéball. Und perfekt beim ersten Mal. Klasse, wurde er gefangen. Super Duper. Nee, du kriegst keinen Spitznamen, du bist ja gleich weitergetauscht, also. Mal erstmal den Brief dann gucken. Hast du irgendwas Cooles? Nee, nur Schwebe. Die normalen Attacken. Ist etwas eitel. Herkunft Schnäppchenparadies. Hä? Schnäppchenparadies? Hieß nicht so der Laden auf der ersten Insel? So ähnlich? Na egal. Ab in die PC-Box. Das ist ja keine Paralleldimension. So, ich weiß gar nicht, ob es wilde Mimikmas gibt, denkbar nicht. Aber hier hinten war doch so ein Zimmer. Oder spinne ich jetzt ganz? Ich war doch da drin. Nein! Hier gibt's auch wieder. Gibt es denn ja vielleicht andere Geister-Pokémon? Keine Ahnung. Erstmal. Nein! Komm schon. Oh nein! Ich will nicht deswegen jetzt sterben. Gott sei Dank. Hier hinten war doch so ein Zimmer. Wo ist das Zimmer hin? Golbat. Super hat Golbat und X-Bat, die sind so mega nervig.
Wäre vielleicht leicht zu besiegen, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Also flüchten wir mal, wenn es geht. Nein. Ah, jetzt muss ich kämpfen, verdammt. Okay. Dark Lariat. Come at me, bro. Nein, nicht um Hilfe rufen. Ah, verdammt. Bitte lass nichts kommen. Gott sei Dank. Gut, da keine Freunde. Das ist schon mal ganz gut. Also nochmal. Du hast das so gewollt. Und tschüss. 1142, das ist ja mega krass viel. Wo ist die Tür hin? Ich habe Angst. Beschützt mich, bitte. Nein, ich bin ganz alleine. Nein. Das ist so spooky. Blablabla. Soll ich mir vielleicht noch eins? Ne, ich brauche nur eins. Ich brauche keine Reserve, Apollo. Ich glaube schon ein cooles. Wenn ihr es fliegen lasst, super. Dann wieder ganz flott raus hier. Ich glaube, Flucht-Items, wenn ich sie hätte, würden ja gar nicht gehen. Ist ja keine richtige Höhle oder kein Dungeon oder sowas ähnliches. Wieso muss ich da auch reingehen? Nein, ich komme schon irgendwie raus. Gott sei Dank. Gut, und da ich jetzt hier weiterkomme. Ne, dieses zu Heide habe ich noch nicht bekommen, also geht's über den Seeweg nicht weiter. Aber jetzt komme ich beim Dorf der Kapu weiter, genau, da war ja eine, ich nenne sie mal Prüfersperre. Da komme ich erst weiter, wenn ich die Prüfung geschafft habe. Das heißt, es kann nicht da weitergehen. Okay. Wenn ich wieder rauskomme. Ah. Help me, please. I'm trapped in the supermarket. With a Goldbot. Komm schon, lass mich frei. Nein, ich bin gescheitert. Nein! Gut, er hat keine Freunde. Das ist super. Perfekt. Jetzt haben wir noch 2 Minuten, da kann ich ja nichts reißen. Da kann ich ja gar nichts machen. Und raus hier. Puh. So. Haben wir das auch? Na, was sagst du dazu? Ich gratuliere dir zur bestandenen Prüfung. Meistere die Z-Kraft. Schön, die muss ich auch noch anlegen. Und du steigst zu einem der besten Trainer auf. Da bin ich mir sicher. Dann machen wir das gleich mal. Ah nein, er ist ja tot. Der Geist ist tot. Wie konnte das denn passieren? Taurus, please. Läuft bei dir. Oder eher traubt bei dir. Und zack. Erstmal der Tür einrennen. So, hab's geschafft. Super, juckt mich nicht. Ich will dich nur aufheilen. Okay, dann mach mal. Dam, 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 dam. Dam, dam, dam. So, die Zeit läuft ja mal ab sich gerade. Aber diese Z-Attacke würde ich doch ganz gerne angucken. Also machen wir das mal. Die Geistattacke zu Z-Attacken aufstuft. Das ist doch mega geil. Dafür kommt der Bandsticker weg. Ich habe das. Wieso habe ich das Voltium Z? Was habe ich das für Elektroattacken? Was ist los mit mir? Das
kann ich ja mal Dings geben, meine Powerbank, wenn er nichts trägt. Er trägt Bandsticker. Dann tauscht das mal aus. Okay. Seid ihr alle ein bisschen aufgepowert? Dann gucken wir mal. Wenn ich habe doch dauernd die Z-Attacke gemacht, spinne ich jetzt ganz. Hier spukt's doch ein bisschen. Das ist mir echt ein bisschen zu spooky. Na gut. Passt dazu, kommt mal Shadow nach vorne. Der düstere Schatten des Todes. So, und jetzt irgendein Random-Kampf. Komm schon. Random. Please. Dann gucken wir mal. Ein Sandan. Und er wird nicht effektiv sein, da er Boden ist. Mal gucken. So. Ewige Nacht. Oh, das ist ein cooler Name. Spooky. Das sieht so dumm aus. Und? Ewige Nacht. Boah, das sieht geil aus. Wahnsinn. Cool. Ist ja mega geil. Okay, gut. Das heißt, dass es wahrscheinlich hier im Dorf der Kapu weitergeht. Ich gehe mal in der, die dessen Richtung, oder? Sagst du dazu? Nicht die Map aufmachen. Sag mir, wie es weitergeht. Ich weiß es doch nicht. Jetzt mach keine Faxen. Ach komm. Da braucht man einmal Hilfe. Ah ne, da oben geht's weiter, habe ich gesehen. Aber ich konnte doch hier auch weitergehen, wenn ich die Prüfung geschafft habe. Ich muss gar nicht reiten, das geht hier auch. Komme ich hier nicht auch weiter? Ich konnte jetzt weiter, ich habe die Prüfung geschafft. Hallo da, junger Trainer von der Wanderschaft. Ich brauche die Lehre des Captains. So darf es erst passieren, wenn du die Prüfung Typ Geist bestanden hast. Na also, geht doch. Das ist ein Zirkusal von Typ Geistes. Na, da wollen wir mal die Barriere öffnen. Super, ein optionaler Weg. Yeah. Da freut sich auch Quapuzzi. Das ist ja putzig. Okay. Was haben wir hier denn Optionales? Okay, das kam jetzt unerwartet. Wir machen mal einen Kampf, mal gucken, was hier alles los ist. Komm mal her. Die Hainerwüste. Ein Garnovil. Ich hoffe, der Sandsturm macht mir nichts aus. Bedroher, gut, mein Angriff sinkt, das ist schon mal ziemlich geil. Bei dem Geil muss man ja ziemlich Angst haben. So, Psychokäse. Hat keine Wirkung, sehr geil. Blablabla. Mein Angriff steigt stark. Aber dafür bin ich verwirrt. Und das tut mir Aua in den Augen, auch wenn ich keine habe. Da ich ein Geist bin. Ach komm schon. Nein. Bist du des Wahnsinns? Nicht schon wieder. Ein guter Angriff steigt dafür. Oh Gott. Das wird geil. Macht er Schaden? Mal gucken. Nicht so viel, aber ich bin ja extrem geboostet. Magst du Schaufel oder sowas? Ey, bist du dumm? Ich kann schweben. Das bringt dir gar nichts. Ja, du bist ein bisschen dumm.
Was machst du dann? Erkennen Sie nicht so ganz aus. Sie machen Schubball. Die Stats bleiben ja geboostet. Und das war's. Volltreffer besiegt. Und ich hätte es ja fangen können, das kommt mir erst. Na egal. Okay, dann geht man wieder ganz flott raus. Eieiei. Ich denke mal, da muss es dann storymäßig sowieso weiter. Also lassen wir das mal. Gehen zurück in Richtung Ätherhaus. Da wird es im nächsten Part weitergehen. Storymäßig. Hier muss ich weiter. Oder war das hier? Im Ätherhaus. Da komme ich nicht weiter, da hier noch eine Baustelle ist. Ja, komm, passt schon. Gut, dann werde ich einfach mal hier stehen. Und es weitergeht, das nehmen wir dann im nächsten Part. Jetzt haben wir erstmal die Prüfung bestanden und einen weiteren Zeckersal bekommen. Für die ewige Nacht. Und ja. Wie es noch weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part. Also, danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es war nicht zu spooky für euch. Vor allem der Anblick von Mimikma. Der war schon ziemlich creepy. Hat mich echt ein bisschen erschrocken. Ja, also, bis dann. Ciao.